circa einem Jahr hat die Aktivität hier begonnen. So, jetzt siehst du. Okay. Wir sind vor 3 Jahren hier eingezogen. Ich sag mal so, vor circa einem Jahr hat die Aktivität hier begonnen und ich konnte damals nichts anfangen damit. Meine Frau selber hat gesagt, hey, es sind gewisse Sachen, die hier einfach nicht stimmen. Es hat angefangen, wo wir einfach weggefahren sind. Hey, wir kamen nach Hause, der Fernseher lief oder gewisse Lichter haben einfach gebrannt. Irgendwelche Sachen, die einfach nicht gepasst haben. Wir haben ja 2 Kinder. Oben sind die Kinderzimmer und ich habe dort so ein Gitter angebracht, einfach, dass das Kind nicht runterfallen kann. Ja, und das muss ich selber schließen. Ja, ich habe den Riegel habe ich auf Vollspannung angepasst, einfach, dass der Kleine, wenn er von hinten irgendwie rangeht, einfach die Sache nicht öffnen kann. Und ich lag hier unten mit meiner Frau, wir haben abends Fernsehen geguckt. Plötzlich knallt die Tür oben 2-mal, bam, bam macht es. Und meine Frau geht hoch, sagt einfach, hey, die Tür ist offen, was ist los? Und ich habe es nicht verstanden, weil ich war zuvor oben und habe es geschlossen. Ja. Wo hast du die Schritte gerade auf dem Boden, mein Papier? Meine Frau selber hat viel mit Stimmen, die sie hört oder wo sie auch sagt, oben ist jemand gelaufen. Ich habe es damals so direkt nicht zugelassen. Weil mir war es eigentlich egal, aber umso mehr sie darüber gesprochen hat, umso mehr die Sachen einfach passiert sind, wurde ich hellhörig. Und ich habe einfach auch auf gewisse Sachen geachtet. Ja. Du kannst nirgends sowas verbreiten am Stammtisch oder deinen Kollegen erzählen hinterher. Jeder erklärt dich irgendwo, sagt einfach, was geht. Wann sind denn die Aktivitäten am meisten? Tagsüber, nachts, abends? Wie muss man das sich vorstellen? Also gestern Abend zum Beispiel kam nachts meine Frau runter. Und sie hat gezittert, ich lag hier auf der Couch, ich schlafe oft auf der Couch, ja, und sie kam und hat gesagt, komm bitte mit hoch, oben steht jemand im Raum, im Zimmer, ja. Wir wollen jetzt diesmal hier mit verschiedenen Komponenten probieren, eine Reaktion hervorzurufen. Das heißt, wir haben einmal ein Temperaturmessgerät, das wird mit der Dashcam hier alles nach überwacht. Wir haben hier einen Kompass, elektromagnetisches Feldmessung, dann kann der Kompass sich bewegen, wenn sich hier was tut. Und wir werden machen diesen sogenannten Bläschen hier in dem Bereich mit Eisenpulver, mit
Quarzsand, wo eventuell nachher Spuren drin zu sehen sind und auch mit diesem typischen Mehl, was immer viele davon sprechen, dass man damit da ja irgendwelche Ergebnisse hat. Das wollen wir uns hier einfach ausmerzen, mal schauen, ob sich hier was tut in diesem Bereich. Hier alle drei Komponente sieht man, der Kompass sieht man, Bewegungsmelder und die Temperatur. Wenn wir hier eine Schwankung jetzt kriegen würden, wird das auf jeden Fall aufgezeichnet und die Aufnahme läuft in dem Fall ab jetzt. Ich präpariere hier jetzt einen fluoreszierenden, ganz leichten Ball und werde da gleich auf ein Blatt Papier so einen Kreis noch drumherum ziehen, damit wir feststellen können, ob sich der Ball vielleicht bewegt hat. Das ist also auch eine Art Move-Test. Die Klienten beschäftigten sich also schon länger mit dieser Thematik und haben hierzu einen Move-Test schon angewendet, den man uns nun selber auch nochmal erklären wollte. Dieses hier kommt von einem alten Polen. War im Krieg, Gefangener, hin und her. Es geht darum einfach, dass man hier Zeitung nimmt, ganz normale Zeitung, eine Größe. Es heißt einfach, eine ganze Seite halbiert. Mhm. Und man faltet es nachher hier in der Hälfte nochmal. Und man nimmt normalerweise Silberlöffel. Man legt es hier rein. Man faltet es, legt den Löffel so rein. Man nimmt den Löffel und wickelt es auf. Ich habe auch Kontakt mit Verstorbenen aufzunehmen. Umso mehr der Kontakt nachher da ist, nimmst du nachher die Löffel raus oder nimmst die Löffel wieder und packst sie aus. Ihr seht, es sind immer noch die zwei, die wir es gefalten haben. Wickelt man es auf, siehst du, er ist drinnen. Die Sache ist einfach, umso mehr Kontakt da ist und du hast den Kontakt, dann ist der Löffel nicht mehr drin, du wickelst es auf und der Löffel kommt so raus. Ob diese Art von Move-Test nun ein gewünschtes Ergebnis zeigte, darauf wollen wir später nochmal zurückkommen. Man erzählte uns, dass Jesse, seine Frau, eine Nacht zuvor einen Schatten im Schlafzimmer gesehen hat. Dazu gab es noch ein Geräusch aus einem Nebenzimmer, welches als Möbelrücken definiert wurde. Wie Jesse gesagt hat, diese Leiter, sie hat gestern das gehört, also gestern hat sie Schattensichtung drin gehabt und gestern hat sie gehört, dass dieses Ding hier, also dieses Geräusch, schieben einfach so, so hat sie gemeint, ja. Alle Move-Tests und Kameras waren positioniert. Die Aufzeichnungen liefen bereits und nun konnte die Untersuchung gestartet werden. Hört dann oben? Jemand hört? Oben ist die Tür offen. Kannst du sie für mich schließen? Kannst du dich irgendwie bemerkbar machen, dass du da bist? Micha bewegt sich. Bei folgender EVP wurde zunächst aufgefordert, sich bemerkbar zu machen. In der Analyse war man sicher, dass hier etwas gesprochen wurde. Die Worte dazu konnten jedoch nicht genau analysiert werden. Ich denke, dann hast du jetzt die beste Möglichkeit dazu. Wenn du uns vor uns hier in den Raum reinkommst, kann ich sehen, wenn die Temperatur fällt, dass du bei uns bist.
Präferenz 18,9. Bist du hier in diesem Raum? Präferenz 18,9, wir sind auf 18,4. Geräusche im Ausgang. 18,0. Andi bewegt sich Richtung Ausgang. 18,0, bleib mal stehen, nicht mehr. 17,9. 18,9, 1 Grad runter, 17,9. Kommst du jetzt gerade zu uns in diesen Raum? Wie heißt du? Hast du hier in diesem Haus gelebt? Du bist nicht alleine hier, stimmt das? Es ist ein altes Haus, in dem es einfach schon von Natur aus und von architektonischen Besonderheiten her ganz viele Geräusche geben wird. Was hier so jetzt erzählt wird, gerade bei diesen Schattensichtungen oder diesen Schritten, klar, hier sehr hellhörig beziehungsweise Holz arbeitet, man hört es mit Sicherheit. Inwiefern das alles jetzt hier vielleicht bestätigt werden kann, dass was hier diese Phänomene betrifft, kann man, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht sagen. Eine zusätzliche Schwierigkeit, finde ich, sind doch sehr starke und laute Geräusche von draußen. Hier sind sehr, sehr viele Tiere in der Umgebung. Gefühlstechnisch sag auch, dass vielleicht eher hier im oberen Bereich mehr festzustellen ist, wie vielleicht im unteren Bereich. Ich habe bis jetzt den Eindruck, als wäre die größere Aktivität hier im oberen Bereich, in dem wir uns jetzt gerade befinden. Ja, bin gespannt, was der Abend noch bringt. Brauchst du Hilfe? Referenz 19,2. Konstant. Peps sprach plötzlich davon, eine weibliche Stimme gehört zu haben. Es war keine männliche Stimme. Hast du gerade gehört, hier im Flur oder was? Gerade hier, bevor du gesagt hast, nicht durcheinander. Ich dachte erst, Sonja hat noch was gesagt. Peps spricht gerade von einer weiblichen Person, die gerade bei uns ist. Möchten wir wissen, warum du noch hier bist? Suchst du jemand? Frag dich nochmal, bist du eine Frau? Ich hab Gänsehaut. Ja, es war mal so kurze Actionzeit, dass fast jeder durcheinander gesprochen hat. Und Micha sagte dann nicht alle durcheinander. Und kurz davor war eine ist weibliche Stimme oder kindliche Stimme, aber es war keine Männerstimme. Es war eine weiche Stimme, war keiner von uns. Weil in dem Moment ja alle laut gesprochen haben. Das Team hat nun vereinbart, dass Micha als Selbsttest mal eine Zeit lang alleine im Schlafzimmer des Hauses verbringt. Ich bin jetzt hier allein im Schlafzimmer. Ich möchte jetzt einfach mal probieren, was passiert, wenn ich eben hier allein bin. Ob hier irgendwas passiert, weil vorher haben wir gesprochen von dieser Kamera, die sich hier bewegt hat. Die Mädels sitzen draußen an der Base. Beobachten logischerweise alles und ja, wollen wir schauen, was passiert. Und Jessie hat vorher schon erzählt, dass sie hier einen Schatten gesehen hat, dass hier jemand aufgetaucht ist.
gerade hier wieder verschwunden ist. Kannst du nochmal die Kamera bewegen? Jetzt bist du mit mir alleine. Schmeiß irgendwas um. Vor mir liegt ein Ball hier am Boden. Kannst du den zu mir rollen? Also hier allein im Raum, ich habe es gerade gemeint, ein Geräusch gehört zu haben, aber was das war, weiß ich nicht. Im Moment fällt mir jetzt nichts auf, wo mich hier nicht schlafen lassen würde, absolut. Peps wollte nun auch im Kinderzimmer diesen Selbsttest durchführen. Peps allein um 0 Uhr. Um alle Möglichkeiten ausgeschöpft zu haben, gingen schließlich Peps und Sonja nochmals alleine ins Schlafzimmer. Der Gedanke hierzu war, festzustellen, ob die Person gegebenenfalls doch mit weiblichen Personen eher in Kontakt treten will. Wir sitzen jetzt hier gerade im Schlafzimmer und es ist gefühlt richtig böse kalt, aber die Temperaturmessgeräte, man sieht es, ich glaube jetzt, zeigen eine konstante Temperatur von 18 Grad an. Es fühlt sich viel, viel kälter an. Also mal locker 10 Grad kälter. Wir haben hier Tempi hier. Die Frage ist nur, ob ich damit klarkomme. Ich habe mir das Gefühl, dass noch jemand oder vielleicht auch mehrere bei uns sind. Wer seid ihr? Wenn du Hilfe brauchst, würdest du Hilfe annehmen? Da die Reaktionen bislang doch sehr verhalten waren, haben wir unter Absprache mit den Klienten ausgemacht, dass diese sich mal selbst im Schlafzimmer eine Weile aufhalten. Plötzlich wurden wir von den Klienten gerufen. Kannst du das nochmal tun? Kannst du das bitte nochmal richtig tun und nochmal zeigen? Ja. Die roten Lämpchen, kannst du die berühren? Stell nochmal die Frage, kennst du Jessie? Hat sie dich schon gesehen? Möchtest du wieder Kontakt mit mir aufnehmen? Nee, Jessie. Oder mit mir. Oder mit Jessie. Möchtest du alleine mit mir sprechen? Jessie, geh du nochmal auf die Stelle von vorher. Ja, genau.
Hast du eine Verbindung zu Jesse? Oder kommst du aus meiner Familie? Ein Privathaushalt war mit Sicherheit, gerade bei der Dokumentation, beim Schnitt, habe ich jetzt festgestellt für mich, dass es doch eher personenbezogen ist. Also es war eine interessante Untersuchung, die in ihren Ergebnissen allerdings doch recht zurückhaltend ausfiel. Bildanalyse, Videoanalyse haben wir jetzt festgestellt, war sehr dürftig, eigentlich so gut wie gar nichts, wo wir jetzt sagen könnten, das ist wirklich paranormal. Wir sahen es hier eher auf die EVPs beschränkt, wo Peps mit Sicherheit noch was dazu sagen kann. Es war auffällig, dass das K2 vor allen Dingen dann ausgeschlagen hat, wenn die Klientin mit dabei war und auch gezielt dann ausgeschlagen hat, wenn Fragen über die Klientin gestellt worden sind. Also während dem Vorgespräch sowie während dem Aufbau habe ich diesmal einfach dieses Diktiergerät mitlaufen lassen. Und man hört auch, also wir haben uns die ganze Zeit unterhalten, klar. Und zwischendrin ist, als wenn jemand dazwischen gebabbelt hat. Wir haben einige EVPs, man hört, dass jemand spricht. Und wir jetzt auch uns darauf geeinigt haben, wir setzen die in Clip. Auch, dass mal ihr als Zuschauer einfach mitdiskutiert, was hört ihr, ist auch für uns interessant, mal zu erfahren, wie ihr das hört, was ihr hört. Ja, hören wir mal rein. Wir haben hier ein Tempel hier. Mhm. Die Frage ist nur, ob ich damit klarkomme. Anfang so einer Dokumentation haben wir darüber gesprochen, über diesen Löffeltest mit dieser Zeitung. Zum Schluss haben wir einfach da nochmal drüber geschaut und ja, keine Anomalien festgestellt. Der Klient hat uns aber Bildmaterial gezeigt, wo eine Woche zuvor dieser Test wohl tatsächlich positiv war. Der Löffel war außerhalb der Zeitung und ja, wir können es uns nicht erklären und haben da auch keine rationale oder sonst irgendwie physikalische Erklärung, wie sowas funktioniert. Müssten wir vielleicht weiter beobachten. Also aufgrund unserer Ergebnisse, auch unsere Eindrücke vor Ort, können wir weder mit Bild, Video, auch persönlichen Eindrücken nicht belegen, was uns der Klient geschildert hat. Wir haben EVPs aufgezeichnet, das ist richtig. Aber Fakt ist, in allem zusammengenommen, können wir nicht belegen, dass dort was Negatives sein soll.